Hallo Freunde, wir sind zurück. Und bei Channel, in Telos. In Telos, genau. Was haben wir nicht alles erfahren in den letzten Folgen? Ja, vor allen Dingen in der letzten Folge. Ja, Alana und wir hatten heißen Sex. Naja. Das hört sich komisch an wie hier. Ja. Unsere Mama ist leider eine Hure. Eine Ex-Hure. Naja, immerhin jetzt Kabarett-Besitzer. Ja, ja. Aber scheint eine ganz patente Frau zu sein. Ja, das scheint so zu sein. Und jetzt versuchen wir gerade Argus brillanten Plan umzusetzen. Und zwar die Kanzlerin zu verarschen. Ja, bitte, bitte nicht nochmal so ein brillanter Plan. Ja, wir werden sehen, was da jetzt bei rauskommt. Das geht doch immer in die Hose. Ja, immer. Natürlich. Jetzt können wir uns erstmal wieder mit dem. Man muss ja sagen, es funktioniert trotzdem immer. Habt ihr was zu berichten, Wendel? Besser, wir haben was abzugeben. Gut, ich werde euch zur Kanzlerin bringen! Das war mal die Stimme eines Generals. Okay. Ah, alle da. Ihr kehrt also siegreich zurück, wie es scheint. Ja, wir kehren mit der anderen Zepterhälfte zurück. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir endlich alle Elemente, um das Zerstörungsritual durchzuführen. Das ist wirklich sehr schön. Wenn du so freundlich wärst und meinen Wachen die Truhe geben würdest, sie werden sie in den Tresorraum bringen, bis die Zeit reif ist. Und wann wird das sein? Wenn wir bereit sind. Na gut, schön. Nimm die Truhe, bewahr sie mit der anderen Hälfte im Tresor auf. Aber nicht vergessen, sie darf nicht geöffnet werden, okay? Wer kommt da? Mordi? Mordi könnte das gewesen sein, ja. Weißt du, du bist furchtbar kooperativ, Sindaria. Es überrascht mich, dass du gar nicht auf ein sofortiges Ritual bestehst. Das liegt daran, dass sie lügt. Was? Das habe ich mir schon gedacht. Die Truhe war nur ein Trick, um die andere Hälfte des Zepters zurückzugewinnen. In Wirklichkeit befindet sich die Truhe mit dem Artefakt in der Windmühle von Pages bei meiner Mutter. Generälin? Sofort! Ich habe Alana über eure Absichten berichtet, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Es mag vielleicht überraschend scheinen, aber sie hat mit Agenten der Homogenie zusammengearbeitet. Die Homogenie? Argus, du hast mich betrogen. Nein, ich habe dich getäuscht. Ich war nie auf deiner Seite. Aber ich habe dir vertraut. Ich dachte, wir wären... Du bist nichts anderes als ein Verräter. Die einzige Verräterin hier bist du, Sindaria. Ich dachte, dass du nur die Heldin gespielt hast. Aber dich auf die Seite der Homogenie zu schlagen, führt sie ab und sperrt sie in den dunkelsten Kerker, den wir haben. Boah, müsste sie wirklich in den dunkelsten Kerker einschließen? Die meisten unserer Kerker sind Glaszellen, die an Ketten von der Stadteingrenzung herabhängen. Durch die Höhe und die Hitze der Sonne ist der Aufenthalt darin keine schöne Erfahrung. Der dunkelste Kerker ist eigentlich der angenehmste, weil es sich dabei um eine normale Zelle im Palast handelt. Ah, hast du das gehört? Das ist gar nicht so schlimm. Du bekommst den kühlsten Kerker. Ich reiß dir dein Gesicht in Fetzen, du verdammtes Stück Scheiße! Oh, wow. Ich trete dir so hart in die Eier, dass sie dir aus den Ohren wieder rauskommen! Oh, schafft sie mir vom Leib! Gütiger Timperus! Das genügt, Alana.
Mach es dir nicht noch schwerer. Was war das? Hoppla! Dem wurde mal die Tür vor der Nase wieder zugeschlagen. Ja, irgendwie. Sehr dramatischer Einzug, Kriterion. Hüte deine Zunge! Du bist sowieso schon in einer heiklen Lage, Paradigma. Okay. Also nochmal. Ups, Klatsch. Ha! Friss das! Hört auf, Schwarzwind. Ihr wisst nicht, was hier abgeht. Das tue ich nicht. Wir haben einen Elfen gefangen genommen, der bezeugen kann, dass Argus und Sindaria für... die Homogenie arbeiten, ja, ich weiß. Das wisst ihr? Agent Windel hat von Anfang an für mich gearbeitet. Er hat Sindaria nur als Verräterin dargestellt und mir das Zepterfragment beschafft. Hat er das? In der Tat. Ein sehr effizienter und vernünftiger Mann. Er hat die Koalition gerade vor der Zerstörung bewahrt. Er hat nichts getan. Selbst wenn es das Unerwartete in Schach hält, wird die Homogenie sich nicht durch ein weggeschlossenes Zepter aufhalten lassen. Damit habt ihr Unrecht. Ich halte nun... die Koalition hält nun das abschreckendste Element in ihren Händen. Welche Nation würde einen Angriff auf uns wagen, wenn bekannt ist, dass wir nur eine Truhe öffnen müssen, um eine Apokalypse zu verursachen? Das ist lächerlich. Das Zepter ist noch kein Schlagstock. Doch kein Schlagstock. Nein, sichere gegenseitige Zerstörung ist keine nützliche Waffe. Aber es ist das beste Schutzschild, auf das man hoffen kann. Das ist purer Wahnsinn, Emeria. Laut unserer Vereinbarung seid ihr dazu verpflichtet, uns alle geheimnisvollen Artefakte auszuhändigen. Laut der Vereinbarung besitze ich auch in Situationen, in denen die Sicherheit durch andere Nationen gefährdet wird, vollste Autorität. Es steht unentschieden. Wie sie also sagen, des einen freut Kriterion, es ist euer Leid. Ihr habt verloren. Das ist noch nicht vorbei. Ihr habt recht. Der homogene Gefangene wird aus Sicherheitsgründen gefangen gehalten, deshalb gehe ich davon aus, dass ihr ihn sofort in die Haft überführen werdet. Irgendwelche Einwände? Keine Einwände. Gut. Los geht's, Paradigmen. Argus, deine Unsicherheiten werden der Welt mehr Schmerzen bereiten als alle Fehler des Infinigens zusammen. Es tut mir sehr leid, wenn ich sehe, was aus dir geworden ist. Auf Wiedersehen, Agent Windel. Freu dich über die Früchte deiner Arbeit. Mann, auf welcher Seite steht er denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Ist jetzt irgendwie alles sehr... Was denn nun? Euer Dienst an der Koalition wird nicht vergessen werden! Ja, ich bin mir sicher, dass sich viele Leute an meine Taten erinnern werden. Ihr habt das Richtige getan, Windel! Unzählige Leben wurden durch eure Taten gerettet! Ihr habt euren Familiennamen Ehre gebracht! Vielen Dank, General. Ihr seid ein Schatz. Jetzt muss ich aber gehen! Wir müssen noch viel planen! Lebt wohl! Auf Wiedersehen! Du hast es also wieder geschafft, was? Ja, ich habe es wieder geschafft. Manchmal frage ich mich, ob du dir vielleicht mit dieser Zauberersache den falschen Beruf ausgesucht hast. Du hast einfach ein natürliches Talent dafür, anderen in den Rücken zu fallen.
Ich bin niemandem in den Rücken gefallen. Also nicht dieses Mal, okay? Sag das dem Soulspear-Mädchen. Es war ein Trick. Mordi und seine Leute sind eher als erwartet aufgekreuzt. Hätten sie das homogene Ding vor mir auffliegen lassen? Sagen wir mal, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Und ich hätte ihr nicht bei der Flucht oder der Wiederbeschaffung des Zepters helfen können. Also willst du sagen, dass du anderen nicht in den Rücken fällst, während du planst, der Kanzlerin in den Rücken zu fallen? Naja, in gewisser Hinsicht hat mich die Kanzlerin auch ausgenutzt. Ich verstehe. Du wurdest ausgenutzt, ich kenne das. Mein armer, armer Arme. Wenn jeder, der mich je ausgenutzt hat, mich hinterher mit einer obszönen Menge an Schätzen belohnt hätte, würde ich mich jedoch nicht beschweren. Das ist nicht gerade hilfreich. Ich sag ja nur, dass dein Grab immer tiefer geworden ist, seitdem du das Infinigen verlassen hast. Warum nicht jetzt aufhören, wo die Dinge gut stehen? Ich kann nicht. Aus zwei Gründen. Die beiden Gründe, die sich am Oberkörper eines blauhaarigen Mädchens befinden. Dir macht das richtig Spaß, oder? Was soll ich sagen? Man muss ja schließlich das Beste aus seinen unregelmäßigen Besuchen machen. Wie auch immer. Ja, Alana ist ein Grund. Sie verdient es nicht, so zurückgelassen zu werden. Aha. Und der andere Grund ist, dass der Plan der Kanzlerin nicht allzu lange funktionieren wird. Diskretion war hier der Schlüssel. Wenn alle vom Zepter wissen, werden Abenteuerdiebe und Händler ständig versuchen, es sich unter den Nagel zu reißen. Außerdem hat sie es in ein politisches Element verwandelt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die internen Auseinandersetzungen losgehen. Du siehst das Problem dann in den Plänen von anderen. Was wirst du mit dem Zepter tun? Laut Alana kennt die Homogenie ein Ritual, mit dem es zerstört werden kann. Die Elfen? Ich bin überrascht. Ja, das Zepter ist ein göttliches Erbstück und soll unzerstörbar sein. Wenn sie wirklich einen Weg kennen, es zu... Mich überrascht nicht dein magischer Unsinn. Ich bin überrascht, dass du mit den Elfen zusammenarbeitest. Aber das erklärt wahrscheinlich das Mädchen, das ich nach dir erkundigt habe. Mädchen? Ja, eine Elfe. Sie sagte mir, dass ihr euch treffen solltet, dass sie dir etwas sagen muss. Wo? Ein Gasthaus auf dem Weg nach Südosten. Sie hat was von Bädern erzählt und dass die Stadt zu gefährlich für sie wurde. Dann sollte ich wohl los. Sie könnte hilfreich sein. Ich werde deine ach so unreine Belohnung sicher aufbewahren, bis du deine Meinung darüber geändert hast. Nachdem ich einen gewissen Betrag abgezogen habe, du weißt schon, dafür, dass meine Möbel und meine Geschäftsbeziehungen zerstört wurden. Alles, was ehrlich ist, Mutter, mach's gut. Lass dich nicht umbringen, mein Sohn. Es ist ja nicht so, als könnte ich noch einen Ersatz zeugen. Das klingt sehr pragmatisch. Hätte sie nicht einfach sagen können, ich liebe dich, pass auf dich auf. Naja, ich glaube, so eine Mama ist sie nicht. Würde seine Beziehungsunfähigkeit erklären. Ja, ich meine, das kann man auch sehen, wie man will, ne? Okay, dann machen wir mal los, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, welches Gasthaus. Ja, dieses schöne mit diesen. Mit ja, ja, Bädern, wo die da. Dolly Buster da, ja, diese ja. Alte da, genau. im Pool gesessen hat. Ja, ja, ich weiß. Also, das war das. Okay, also im ersten Moment hat man jetzt gedacht, er hätte die Seiten gewechselt, er ist ein elender Verräter, aber. Ja, er ist irgendwie ein bisschen. Nein, ich meine, das war clever. Er hat ja vorher das Raumschiff gesehen. Ich speichere hier nochmal kurz, bevor wir weitergehen. Und hat sich schon gedacht, dass Mordi da auftauchen wird. Und hätte er das nicht auffliegen lassen, wäre er auch im Kerker gelandet und könnte nichts mehr machen. Ja, natürlich. Daher ja, es ist schon klar. Natürlich, wir verlassen die Stadt. Natürlich, das ist völlig richtig.
So, das war am Eingang zu den Sümpfen. Aber Alana wird jetzt sowas von scheiße sauer auf ihn sein. Das kann sein, ja. Das war am Eingang zu den Sümpfen, ne? Ich muss gestehen, dass mein Orientierungsvermögen nicht das Beste ist, was diese Spiele angeht. Da hinten das müsste es sein. Ja, ich vertraue dir da mal völlig. Ja, soweit ich da mich erinnere, ist das. Ja, wenn es um die Dolly Busters der... da weiß ich Bescheid. Da weißt du Bescheid, da weißt du eigentlich immer, wo ja. Wenn es irgendwas Buster-mäßiges gibt, dann weiß ich Bescheid. Mhm. Muss man jetzt eigentlich sagen, Dolly Duster? Ich habe keine Ahnung. Von mir aus Dolly Wurster, ist mir auch egal. Nein. Ach, wir laufen lieber weiter. Schon wieder bevor diese Ja, eben deswegen. Ich laufe einfach weiter. Also ich finde es, unseren Plan, dem Ganzen einfach immer wegzulaufen, auch gar nicht so funktioniert übel. Ganz gut. Manchmal klappt's nicht, aber... Und wartet das Gasthaus? Du bist gut. Ja, ich glaube. Da unten ist die Dolly Buster. Da ist Dolly Buster, ja, aber. Oh, ist das Kree? Tatsächlich. Also sind wir hier wohl richtig. Na gut. Dann ist. Das ist wahrscheinlich die Elfe. Das wird die Elfe sein, ja. Kann es nicht so sein. Ja, deshalb ist Kree auch da. Ja. Na gut, dann quatschen wir mal. Was für eine merkwürdige Kundschaft dieses Gasthaus noch hat. August! Schön, dich zu sehen. Wo ist Alana? Sie konnte nicht kommen. Schade. Willst du dich zu uns gesellen? Ich weiß nicht. Da ist eine Ratte im Wasser. Welcher Gott macht dich so über seine Schöpfung lustig, Evolutor? Kree hat also geredet, was? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich dachte, sie wären auf unserer Seite. Oh Mann, wenn der Kree redet, dann möchte ich dem immer am liebsten in den Hintern treten, damit er ein bisschen schneller wird. Keine Sorge, Kree. Ich weiß, du hast zu tun, um mitzuhalten. Gesellt ihr euch zu uns oder nicht? Na schön, ich kann es mir bei unserem Gespräch schließlich auch bequem machen. Ja, komm, zieh dich aus. Ja, zieh dich um. Oh je, er sitzt irgendwie seltsam da, aber naja. Ja, das ist schön. Das tut so gut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das gebraucht habe. Ich heiße übrigens Nivea. Verlier dich nicht zu sehr in den Freuden des Fleisches. Der Homogene gefällt das hier nicht. Scheiß auf die Homogene. Ich schmeiß alles hin mit dieser Tüte. Ich habe zu viel gesehen, um euch einfach blind zu glauben. Ihr seid nicht die Monster, für die ich euch gehalten habe. Ich werde mein Leben nicht damit verschwenden, an einem Religionskrieg teilzunehmen, an den ich nicht mehr glaube. Was hat zu eurem Meinungswandel geführt? Viele Dinge. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war euer Kriterium. Mordi? Wirklich? Wie er mich angesehen hat, seine Augen waren versteinert. War der Blick eines Mannes, der ohne den Glauben ein Sinnleben gefunden hat. Es war wohl auch der Blick eines Superbösewichtes, wenn man an seinen neuen Look denkt. Ohne das Imperium ist das Infinigen entfesselt und sie richten sich radikaler denn je nach dem Imperativ. Sie spielen ein sehr gefährliches Spiel. Aber sie spielen es nach den Regeln des Verstandes, nicht des Glaubens. Ich muss gestehen, dass ich versucht bin, euren empfindigen Band zu treten und eure Sitten kennenzulernen. Viel Glück damit! Mordi ist nicht gerade aufgeschlossen, was euer Volk betrifft. Kann ich ihm nicht wirklich verübeln. Verglichen mit eurer Kultur ist die Homogenie sehr mächtig, aber ziemlich gering.
Ihr betrachtet das Leben mit Lebenswert. Zu Hause stellen Sie sich da, als wäre das Leben nur eine Periode vor dem Tod. Alles dreht sich nur um den Glauben und man kann noch nicht einmal Fragen stellen. Schuf uns unser Glücklich, damit wir dienen sollen. Warum uns fehlbar machen und uns dann für unsere Unvollkommenheit tadeln? Warum uns einen Verstand geben und dann von uns erwarten, dass wir ihn ignorieren und uns hinglauben wollen? Warum lässt er uns genau die Dinge begehren, die er verbietet? Und warum lässt er uns in unser Essen pinkeln? Geht! Ich traue mich fast nicht zu fragen, da ihr ja derjenige seid, den sie verehren. Bitte, pinkelt nicht in euer Essen, Kri. Nicht in meinem Namen oder im Namen eines anderen, wenn wir schon dabei sind. Naja, mittlerweile dürfen wir Wasser als symbolischen Urin über unser Essen spritzen. Es gibt noch immer einige Radikale da draußen. Je mehr ich über meine Anbeter lerne, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Gott, wenn es denn einen da oben gibt, außer den, der uns töten will, dass er uns sicherlich beobachtet und sich voller Verwunderung am Kopf kratzt. Wenn es jemanden da oben gibt, dann ist er wahrscheinlich wie Chefbewusst oder eine höhere Version von dir. Und das verdient nun wirklich keine Anbetung. So sehr ich auch die Freuden deiner Offenbarung teilen möchte, ich habe keine Zeit, um mir das klassische, neu entdeckte, atheistische, eifrige Jammern anzuhören. Ich bin wegen des Zepters hier. Warum wolltet ihr mit mir sprechen? Nun gut, ich hatte nur das Gefühl, dass ich euch das sagen sollte. Bringt das Zepter nicht zur Homogenie. Warum nicht? Es gibt kein Zerstörungsritual. Unsere Obersten wollten einfach nur Informationen... Ups, Entschuldigung, ich bin auf die Taste gekommen. Ah, du hast mir das Wort abgeschnitten. Ja, ich habe schon befürchtet, dass das der Fall sein könnte. Einfach zu passend. Wir sollten sie aus der Distanz beobachten, während sie Abenteurerin spielte. Natürlich brauchen wir nicht erwähnen, dass wir unsere Arbeit nicht sonderlich gut gemacht haben. Wenn ihr das Zepter zur Homogenie bringt, werden sie es einfach wegsperren und den Krieg an der Stelle fortsetzen, in der sie aufgehört haben. Ich bin froh, dass ihr mir das sagt. Aber das Zepter befindet sich jetzt in den Händen der Kanzlerin. Ihrer Meinung nach wird der Trumpf der sicheren gegenseitigen Zerstörung die Homogenie in Schach halten. Und sie hat Alana gefangen genommen, weil sie mit euch zusammengearbeitet hat. Oh, das ist schlecht. Tut mir leid. Aber ihr Plan wird nicht lang funktionieren. Warum nicht? Weil religiöse Fanatiker den Tod nicht fürchten. Sichere gegenseitige Zerstörung ist für sie keine wirksame Bedrohung. Sie werden eine Weile zögern, nach einer Alternative suchen, aber am Ende werden sie die Situation erzwingen. Oh, es gibt auch noch einen weiteren Grund. Ich muss das Zepter zurückholen und Alana retten. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Vielleicht kann ich dabei behilflich sein. Ich bin ganz Ohr. Ich habe einige Karten vom Abwassersystem in den Katakomben und Tilius. Wenn man an bestimmten Stellen gräbt, kann man in die versiegelten Teile des Palastes vordringen, in die ehemalige Universität des Infiniums. Von dort aus sollte es leicht sein, noch ein Loch in den Tresorraum zu graben. Wahrscheinlich. Ich verstehe. Sorry. Ach, das könnte funktionieren, aber ich bräuchte ein Team erfahrener Gräber, die Koalition hintergehen wollen. Und es ist ja nicht so, als könnte ich eine Anzeige in die Zeitung setzen. Aber jetzt kommt Krieg ins Spiel, ha? Ja! Ich könnte mit ein paar von den Jungs sprechen. Ich bin sicher, sie würden gerne aushelfen.
wenn es ums Graben in Katakomben geht, wissen wir auch ein paar Dinge. Ja, Arbeitsteam einer vollkommen unbekannte Spezies. Dass urplötzlich ein Telos aufkreuzt, wäre wirklich sehr diskret. Wir werden aufpassen. Wir wissen, wie man sich unauffällig bewegt. Alana braucht uns Arges. Es gibt niemanden da draußen, dem du in dieser Sache mehr vertrauen könntest als uns. Wir sind dein Volk. Scheiße. Dann machen wir es eben. Bringen sie zur Windmühle von Farges, dem Kabarett. Wir werden unseren nächsten Schritt dort besprechen. Aber seid um Himmels Willen diskret. Du kannst auf uns zählen, Evolutor. Klingt wie ein Plan, aber ich werde nicht mit euch kommen. Mittlerweile weiß die Kanzlerin wahrscheinlich alles über uns, seitdem sie meinen Boss gefangen haben. Deshalb muss jeder auf der Hut sein. Außerdem ist es nicht mehr mein Problem. Wir wollten nicht euren Gefährten befreien? Nein, er ist ein Idiot. So war. Wollt ihr noch über etwas anderes sprechen? Nein, nicht wirklich. Ihr könnt wieder mit eurem Selbstfindungsweg weitermachen. Viel Spaß beim Verfall. Oh, den werde ich haben. Alles klar. Schwuppdiwupp, wieder reingesprungen in die Rüstung. Ja, zurück in die Rüstung. Das ist eine Leiche. Kann sein. Nee, der bewegt noch die Finger. Der lebt noch. Ich glaube, wir nehmen uns hier mal ein Zimmer. Ich brauche ein Zimmer. Ich hätte gern ein Zimmer. Sofort. Korridor da drüben. Genießt euren Aufenthalt. Ja, darauf habe ich jetzt gerade spekuliert. Und dann, ja. Ja. Wunderbar. Dann werden wir die Nacht hier in dem wunderschönen, oh, hier ist auch wieder ein Pool. Hotel verbringen. Ich jetzt auch gerne. Nee, Pools sind scheiße. Der sieht toll aus. Nein, der sieht nicht toll aus. Du hast recht, so wie ein Rappen im Wasser. Ja, da nicht, aber wer weiß, wer da schon alles reingepinkelt hat. Ich so. Über ihr Essen pinkeln. Also, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet wieder ein. Also und bis dann. Denkt immer dran, nicht auf euer Essen pinkeln. Ja, und nicht ins Wasser. Tschüss. Bis dann. Tschüss.